Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind. Noch lieber wäre es mir gewesen, Sie müssten gar nicht da sein, weil ich die Dinge in Verhandlungen mit der Staatsregierung hätte klären können. Das ist uns leider nicht möglich gewesen. 4 Ministerien waren beteiligt und offensichtlich hat jedes Ministerium den Betrag, den das erste Ministerium für richtig gehalten hat, wieder ein bisschen gemindert, sodass wir am Schluss bei einem Betrag gelandet sind, der aus unserer Sicht unakzeptabel war, und zwar in jeder Hinsicht, aber darauf werde ich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Warum sind wir heute hier? Gustl Mollat hat 7,5 Jahre in der Psychiatrie zwangsweise verbracht, hat dort Ungeheures erlitten. Darüber werden wir sicherlich heute auch noch sprechen, das wird aber weniger mein Thema sein. Und er wurde in der Öffentlichkeit auch von Politikern gesehen und dargestellt, wie wenn er eine Bestie wäre. Und ich hoffe, Sie haben alle Pfefferspray dabei, damit Sie sich verteidigen können gegen einen solchen Unhold, der jahrelang unter Massenmördern, Kinderschändern und ähnlichen Leuten, die unsere Sympathie nicht haben, verbringen musste. So nach dem Motto, wenn er dort so lang war, dann muss er im Grunde ganz schlimm sein. Nun, ich kenne Gustl Mollat mittlerweile seit einigen Jahren und wir haben eine nicht nur freundliche, sondern eine freundschaftliche Verbindung entwickelt, aus sehr gutem Grunde, denn er ist ein sehr freundlicher Mensch. Sie werden das, wenn Sie ihn persönlich noch nicht kennen, nachher sicherlich im Gespräch mitkriegen. Ich gehe ganz kurz auf den Hintergrund ein. Gustl Mollat wusste davon, dass die Hypovereinsbank unter kräftiger Mithilfe seiner Ehefrau in großem Umfang Schwarzgelder für reiche Leute aus dem Großraum Nürnberg in die Schweiz verschoben hat. Und er fand das überhaupt nicht toll. Weder, dass das die Hypovereinsbank überhaupt tat, an der Steuer vorbei, noch, dass seine eigene Frau hier eine wichtige Rolle spielte. Und er machte ihr Vorhaltungen und wie das nun mal ist in der Ehe, wenn die eine lebt von einer bestimmten Tätigkeit, sie hat das ja zum Teil auch auf eigene Rechnung gemacht, nicht nur für die Hypovereinsbank, und der andere Ehepartner das gar nicht toll findet, dann gibt das Zoff, den hat es auch gegeben und das führte zur Trennung Anfang dieses Jahrtausends, dieses Jahrhundert, Verzeihung, und machte einfach Kummer. Die beiden entwickelten sich auseinander und es ergab sich, dass seine Frau ein Interesse daran hatte, dass seine Aktivitäten, die ihre wirtschaftliche Basis gefährdeten, dass diese Aktivitäten beendet würden. Und so fand sich eine Ärztin, die Kundin war seiner Frau, die dann ein Erstgutachten erstellt hat aus der Distanz und die Möglichkeit darin geäußert hat, dass Herr Mollat geisteskrank sein könnte. Ich überspringe jetzt im Moment mal die Zeit bis zur Einlieferung in die Psychiatrie und will nur betonen, dass Herr Mollat in seiner Hilflosigkeit natürlich an viele Personen geschrieben hat, Ministerpräsidenten, Minister, Gerichtspräsidenten, auch an die Medien, an Abgeordnete. Und er musste erfahren, dass seine Briefe bestenfalls unter AW Ablage gelandet sind oder meist wohl unter P wie Papierkorb. Er schrieb aber dann auch Herrn Dr. Schlötterer an, dessen beide Bücher ich hier auch dabei habe, denn er hat Kenntnis von einem dieser Bücher erlangt und sagte, der Mann, der sich um solche Probleme kümmert, wie die, die wir in Macht und Missbrauch dargestellt sehen, der würde sich eventuell auch um seine Sache kümmern und er lag da nicht falsch. Herr Schlötterer nahm den Brief ernst, fuhr nach Bayreuth und überzeugte sich davon,
dass der Verdacht zutreffen könnte, dass hier jemand schuldlos und rundherum zu Unrecht bereits seit Jahren zwangsweise in der Psychiatrie sitzen würde, ein Mann, der überhaupt nicht krank war. Und deswegen ist auch Herr Schlötterer heute da. Er kennt den Sachverhalt rauf und runter, denn er hat ein Gedächtnis, das ist phänomenal. Und wenn mein Smartphone so gut sich zu erinnern vermöchte, wie das Herr Schlötterer kann, mit dieser Präzision, dann wäre es noch viel, viel besser als das, was ich hier habe. Wir sind damit beim Thema unserer Klage. Also Mollert erstattet Strafanzeige gegen die Hypovereinsbank und später dann auch gegen seine Frau. Die Ärztin schreibt diese Gefälligkeitsstellungnahme, die Zweifel an seiner geistigen Gesundheit beinhaltete. Und die Staatsanwaltschaft griff das begierig auf und übernahm diese Annahmen. Ebenso dann die Richter wiederum von der Staatsanwaltschaft. Und so setzte sich dies fort. Jeder schrieb das ab, was die Vorinstanz hier niedergelegt hatte. Und keiner kam auf die Idee, mal zu überprüfen, ob das, was hier als Grundlage überhaupt des ganzen Geschehens angenommen wurde, nicht vielleicht zutreffen könnte. Nämlich der Vorwurf, dass eben die Hypovereinsbank damals in gewaltigem Umfang Schwarzgeldverschiebungen vorgenommen hat. Niemand hat es überprüft, allerdings die Hypovereinsbank. Und zwar schon im Jahr 2003. Und sie kam zum Ergebnis, nicht ganz unerwartet, dass diese Vorwürfe ja praktisch durchgängig zutrafen. Und dennoch setzte sich diese Geschichte fort, obwohl bei der Hypovereinsbank längst klar war, dass die Dinge zutrafen, dass er ab dem Jahr 2006 in die Psychiatrie von Richtern eingewiesen wurde, die sich entweder nicht vorstellen konnten oder nicht vorstellen wollten, dass diese Vorwürfe gegen eine ehrengeachtete Großbank in Nürnberg zutreffen könnten. Das ist natürlich eine bittere Sache, auch für die Leute, die wie wir ein Interesse daran haben, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Aber dass Richter in der Form vorgegangen sind, und zwar immer wieder, es gab ja eine Vielzahl von Verhandlungen, von Terminen, von Verfahren, und immer wieder wurde abgeschrieben, was die anderen gemacht haben, und keiner hat überprüft, stimmt es denn nicht vielleicht, was er der Hypovereinsbank vorwirft. Das ist eine der ganz besonders unerfreulichen Geschichten, die wir bei dieser Sache zur Kenntnis zu nehmen haben. Tja, und dann ist halt einer mal weg. Mollert ist in der Psychiatrie, man sieht und hört von ihm nichts mehr, das Thema schien erledigt, man wird so ein bisschen erinnert an Berichte aus China oder der alten Sowjetunion, da sind auch immer wieder Leute verschwunden in der Psychiatrie und waren dann einfach weg. Er war auch weg. Und er wäre weggeblieben und wir würden uns heute hier nicht treffen, wenn nicht Dr. Schlötterer gesagt hätte, verdammt nochmal, das klingt so, wie wenn da wirklich was dran ist. Und er sich um die Sache gekümmert hätte, denn sonst säße er noch immer. Weil diese Tendenz einfach systemimmanent ist, so wie Leute hier ticken. Man schreibt das ab, was die anderen vor 2 Jahren geschrieben haben. Und keiner nimmt die Verantwortung, die hier eine ganze Reihe von Leuten gehabt hätten, wahr, und überprüft, ob es nicht vielleicht doch stimmt, was man ihm vorgeworfen hat. Nun denn, er blieb bis zum Jahr 2013 in der Psychiatrie, also an verschiedenen Orten. Ich will das jetzt im Moment hier nicht darstellen. Ich habe es Ihnen ja schriftlich vorgelegt. Und nachdem wir uns also mit der bayerischen Staatsregierung nicht einigen konnten, mussten wir jetzt aktiv werden. Aber eine Bemerkung erlaube ich mir dennoch. Im Jahr 2014 hat das Landgericht Regensburg entschieden, der Freistaat Bayern muss Schadensersatz leisten. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden.
Das hat aber nicht etwa dazu geführt, dass einer der vielen tausend Beamten des Freistaats auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit dem Mann? Er ist freigelassen, wir müssen Schadensersatz zahlen. Sollten wir nicht vielleicht mal mit ihm ins Gespräch kommen? Denn wovon lebt der Mann denn eigentlich? Wo lebt er? Es interessierte niemand. Schlicht niemand. Das ist eine auch dieser bitteren Erkenntnisse, dass dieser doch sehr soziale und sich christlich gebende Staat Menschen total alleine lässt in einer solchen Situation, obwohl eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, dass der Freistaat hier Schadensersatz zu leisten hat. Also es tat sich gar nichts, bis ich dann eben an den Ministerpräsidenten Seehofer herantrat, ihm einen Klageentwurf komplett ausgearbeitet mitschickte und ihm angeboten habe, sprechen wir doch einfach drüber. Er soll irgendjemand beauftragen, mit dem über diese Geschichte gesprochen wird, denn das muss nicht wieder mit großer Öffentlichkeit sein. Es lassen sich solche Dinge vielleicht doch auch regeln im direkten Gespräch. Aber erstmal dauerte es ein halbes Jahr, bis überhaupt was kam, weil die verschiedenen Ministerien sich ja absprechen mussten. Und dann sagte ich, jetzt brauchen wir jedenfalls mal sozusagen ein Downpayment. Wir brauchen eine Erstzahlung, damit er überhaupt über die Runden kommen könnte und nicht weiter in völliger Abhängigkeit von einem Freund, der nur zufällig auch namensgleich ist mit mir, ich kenne ihn gar nicht, dem Dr. Braun, abhängig sein würde. Darauf hat man sich dann im Justizministerium eingelassen. Also ich muss sagen, der Professor Arlott, dort Amtschef, früher viele Jahre zuständig für den Justizvollzug, also er versteht wirklich was, er ist vom Fach rundum. Er ist auf diesen Wunsch dann eingegangen und hat dann mit Hängen und Würgen 70.000 Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings unter dem Vorbehalt der Rückforderung für den Fall, dass wir nicht doch zu einer Lösung kämen. Nun denn, immerhin war jetzt mal Bargeld da und er konnte, wenn er sich mal was zum Essen kaufen konnte, nicht erst mal zu anderen Leuten gehen müssen und sagen, würdet ihr mir bitte Geld leihen, damit ich mir was zum Essen kaufen kann. Nun denn, wir sind dann in ernsthaftere Gespräche eingetreten und das Ergebnis war also ein Angebot von 170.000, absolute Obergrenze dessen, was der Freistaat bezahlen würde. Und damit müssen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz beschäftigen. Wir haben zwei Komplexe, einen materiellen Schaden und einen immateriellen Schaden. Schadensersatz für materiellen Schaden ist Alltag, macht jeder Jurist, passiert laufend. Und ich möchte Sie dann ein Beispiel deutlich machen. Wenn Sie mit dem Fahrrad fahren und Sie gleiten aus, weil Sie auf Schnee kommen und verursachen so einen Verkehrsunfall. Sowas kann ganz leicht passieren. Dann ist es ganz leicht fahrlässig, wie Sie gehandelt haben. Aber der Schaden, der entsteht für die Leute, die an diesem Unfall beteiligt sind, muss von Ihnen, und hoffentlich haben Sie eine private Haftpflichtversicherung, ersetzt werden. Das ist Alltag. Das ist völlig normal. Und in seinem Fall ist es einfach so, wir haben 7,5 Jahre, in denen er nichts verdienen konnte. Also haben wir einen Verdienstausfall. Sonnenklare Geschichte. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Bei seiner Qualifikation als Spezialist für Oldtimer habe ich angenommen, ein Nettogehalt von 3.200 Euro. Ich glaube, dass wir da gar nicht so falsch liegen. Wenn, dann liegen wir eher niedrig. Natürlich ist in den 7,5 Jahren auch nichts bezahlt worden für die Rente. Also die ganzen Leistungen, die der Arbeitgeber zu zahlen hat, aber auch die, die er selbst verdient hätte, die ihm abgezogen worden wären von seinem Bruttogehalt, damit er in Zukunft eine vernünftige Rente kriegen würde, all das ist natürlich nicht geschehen. Also haben wir auch hier einen Schaden, der ganz offensichtlich ist. Nun ist aber Herr Mollert in einem Alter aus der Psychiatrie dann letztlich doch freigekommen, wo es ohnehin sehr schwer ist, noch einen Job zu finden. Ohnehin sehr schwer.
Aber wer nimmt denn einen Mann mit dem Hintergrund? Die haben doch alle Angst vor ihm. Jeder Arbeitgeber hat Angst vor ihm. Nicht nur potenzielle Arbeitgeber, sondern auch Mitmenschen. Zum Beispiel Frauen, die vielleicht sagen, eigentlich ist der Typ doch gar nicht schlecht, aber die Angst schwingt natürlich mit. Aber ich möchte zunächst darauf kommen, dass er natürlich auch nichts verdienen konnte danach, weil er seither keinen Job gefunden hat und finden konnte. Also haben wir auch hier einen materiellen Schaden, also entgangenes Einkommen bis zu seiner Rentengrenze, also zum Rentenalter. Und ich habe das entsprechend mit angegeben. Überhaupt keine Frage, das ist ein Schaden, der ihm aus diesem Sachverhalt heraus erwachsen ist. Dass er für die vielen Verfahren, die er hatte, um irgendwie doch rauszukommen aus der Psychiatrie, eine ganze Reihe von Anwälten beschäftigt hat und die auch alle was verlangt haben, ist auch naheliegend. Das heißt, wir haben einen Betrag eingesetzt für Rechtsanwaltskosten, die in früheren Verfahren entstanden sind, die können wir nicht genau im Moment bezeichnen, aus verschiedenen Gründen. Müssen wir im Moment nicht vertiefen, weil ich nicht zu lang sprechen will. Wenn wir diesen Block einfach mal nehmen, als ganz offensichtlichen materiellen Schaden, müsste man normalerweise darüber auch gar nicht so sehr viel verhandeln. Und bis 13 können ja nun auch Gesprächspartner in den beteiligten Justiz- und sonstigen Ministerien. Man fragt sich also, wie sie auf die Idee kamen, man könnte insgesamt die Geschichte mit 170.000 Euro, Obergrenze wohlgemerkt, erledigen. Ja, und dann kommen wir zum immateriellen Schaden und der ist in der Tat sehr schwer zu sagen. Denn wir haben ja ein tolles Gesetz. Dieses Ding heißt Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen. Dieses Gesetz besagt, dass wenn jemand zu Unrecht im Knast sitzt, kommt er auch immer wieder mal vor, dann kriegt er Obergrenze 25 Euro am Tag. 25 Euro am Tag. Und es gibt die Meinung, dass das auch übertragen werden soll für die Menschen, die zu Unrecht zwangsweise in der Psychiatrie einsitzen würden. Nun haben wir schon einen kleinen Unterschied. Wenn jemand im Knast sitzt, dann weiß er, wann er in jedem Fall rauskommt. Und er hat in der Regel die Chance, einen Drittelerlass zu bekommen. Also kann er absehen, dann habe ich eine Chance rauszukommen. Wenn er zwangsweise in der Psychiatrie drin sitzt, sind die Dinge eben anders. Bei ihm verlängert sich die Sache immer wieder um 2 Jahre. Es wird nicht überprüft. Man hat mit ihm ja auch nicht gesprochen in dieser Zeit. Man hat ihn gar nicht, vielleicht auch nicht untersuchen können, weil er die Untersuchungen aus Misstrauen gegenüber den Beteiligten an diesem Verfahren abgelehnt hat. Aber man hat daraufhin einfach die Sache fortgeführt und sie wäre wahrscheinlich letztlich lebenslänglich gewesen. Also einsitzen, ohne das Wissen darum, dass man hier auch wieder rauskommt, ist nochmal eine ganz andere Belastung, als wenn ich weiß, in jedem Fall nach 2 Jahren, nach 4 Jahren oder was bin ich draußen. Und jetzt muss man auch mal das Verhältnis zueinander sehen. Die Taten, die man ihm eingangs vorgeworfen hat, wegen derer es dann ohnehin freigesprochen wurde, zum erheblichen Teil, hätten in der Summe, wohlgemerkt, wenn er deswegen verurteilt worden wäre, wenn sie zugetroffen hätten, maximal eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt würde, zur Folge gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Maximal. Wahrscheinlich hätte er als jemand, der nicht vorbestraft war, sogar eine Geldstrafe bekommen und noch nicht einmal eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt worden wäre. Aber jedenfalls maximal 9 Monate zur Bewährung. Und stattdessen hat er 7,5 Jahre unter erbärmlichsten Bedingungen in der Psychiatrie leben müssen. Das sind wirklich Dinge, die muss man einfach auch mal gegenüberstellen. Was ist in unserem Rechtssystem möglich?
Denn die Frage stellt sich immer wieder bei allen möglichen Schritten, die wir hier erlebt haben. Aber jetzt nochmal zurück zum immateriellen Schaden, den man üblicherweise mit Schmerzensgeld bezeichnet. Dieses tolle Gesetz sagt 25 Euro am Tag. Ich muss echt sagen, wer von uns geht für 25 Euro am Tag auch nur in einen ganz normalen Knast? Ich fürchte niemand. Niemand. Ich finde den Satz so unterirdisch, dass er auch so nicht bleiben kann. Und nachdem der Fall Monnert ohnehin Rechtsgeschichte gemacht hat und zum Teil auch schon Rechtsänderungen bewirkt hat, wird das ein Teil des Verfahrens sein. Diese 25 Euro, wenn sie denn überhaupt erwogen werden sollten für Herrn Monnert, die müssen gekippt werden, weil sie ganz offensichtlich gegen die Menschenwürde verstoßen. 25 Euro pro Tag, zwangsweise in der Psychiatrie, das geht gar nicht. Da will ich jetzt einfach mal unsere Kanzlerin zitieren, die ihr dem mal abgehört wurde und diesen lichtvollen Satz so geprägt hat. Das geht gar nicht. Wir haben nun auch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, die einen sehr viel höheren Satz pro Tag festgelegt hat, einen sehr viel höheren Satz. Den habe ich zunächst übernommen, allerdings einen Abschlag gemacht. Warum einen Abschlag? Weil bei dem Karlsruher Fall wurde jemand nicht nur zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen, sondern er wurde auch einer Zwangsmedikation unterworfen. Monnert hat sich dagegen gewehrt mit Erfolg. Er hat sich dagegen mit Erfolg gewehrt. Also es gab keine zwangsweise Behandlung seiner angeblichen Erkrankung, die ohnehin nicht vorlag. Und deswegen ist es wohl richtig, dass man hier einen Abschlag macht, weil das käme sozusagen auf oben drauf. Wir haben einen Abschlag gemacht, denn sonst lägen wir bei über 1,1 Millionen. Wenn wir nur den Satz des Oberlandesgerichts Karlsruhe übertragen würden auf seinen Fall, und wir haben deswegen 800.000 Euro angesetzt. Der Betrag mag hoch erscheinen, aber wir müssen uns halt auch fragen, was ist uns eigentlich Menschenwürde wert? Was ist uns ein Leben in Freiheit wert? Denn die Differenz dazu müssten wir irgendwie versuchen, in Euro auszudrücken. Ich räume ein, das ist ein schwieriges Unterfangen. Diese Zahl ist also alles andere als eine wirklich gesicherte Zahl, aber ich halte sie einfach für richtig. Und das möchte ich auch hier in diesem Kreis deutlich machen. So, und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen, die ich eingangs machen wollte. Und würde vielleicht vorschlagen, dass Herr Schlötterer noch was sagt, ist das recht? Ja, ja, ja. Dann würden Sie vielleicht mal aus Ihrer Sicht, die Sie die Dinge von Anfang an intensivst begleitet haben und auch beeinflusst haben, dass Sie dazu Stellung nehmen. Als erstes darf ich Bezug nehmen. Frage ist, das Mikrofon eingeschaltet, ist das hörbar? Jetzt vielleicht. Ja, als erstes darf ich mal eingehen auf die gestrige Ausgabe des Münchner Merkur. Da fand eine Vorberichterstattung statt und da wurde wiedergegeben eine Stellungnahme des Justizministeriums zum Fall Mollert. Und da wurde ausgeführt, dass der Sprecher des Justizministeriums geäußert habe, die Möglichkeiten des haushälterischen Zulässigen seien voll ausgeschöpft worden. Ich gehe davon aus, dass diese Pressemitteilung mit dem Minister abgesprochen worden war. Und ich kann dazu nur einen Kommentar abgeben. Diese Einlassung ist äußerst befremdlich. Denn es gibt keine Haushaltsvorschrift, die eine Begrenzung des Schadens in dieser Höhe verbieten würde, vorsehen würde. Denn Schadensersatzleistung und auch die Höhe des Schadensersatzes richtet sich ausschließlich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, hier nach § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz. Im Übrigen, selbst wenn es also eine Haushaltsvorschrift dieser Art gäbe, dann wäre sie insofern belanglos, weil Bundesgesetz vorgeht, hier das bürgerliche Gesetzbuch.
Das ist also schon sehr, sehr merkwürdig, dass sich das, der Herr Justizminister in dieser Weise äußert. Dann möchte ich mal auf Folgendes eingehen. Herr Rechtsanwalt Braun hat das ja schon klargestellt. Herr Mollert ist unschuldig in jeder Weise. Er ist in keiner Weise geisteskrank und er hat auch seine Frau nicht misshandelt. Ich gehe deshalb auf diese Misshandlung, diese angebliche ein, weil in der Presse, in der Öffentlichkeit immer noch diese Meinung geistert, ja, er ist ja jetzt freigesprochen, aber seine Frau hat er wohl misshandelt. Nun ist es so, dass es einen Wiederaufnahmeprozess gab in Regensburg. Da wurde er in vollem Umfang freigesprochen von allen Vorwürfen. Es wurde festgestellt aber, er habe seine Frau misshandelt. Dennoch wurde er freigesprochen mit der Begründung, dass er möglicherweise damals schuldunfähig gewesen sei. Auf diese Weise hat man ihm, aus welchen Gründen auch immer, schon wieder das Etikett angeheftet, ja, er hat seine Frau misshandelt. Und dazu darf ich jetzt zitieren, ein Urteil des Landgerichts Regensburg, nein, des Amtsgerichts Schöffengerichts Regensburg, datieren vom 5. April 2017. Da fand ein Meineidsprozess gegen einen Zahnarzt namens Edward Braun statt, einen Freund des Ehepaars Mollert, einen früheren Freund des Ehepaars Mollert. Dieser hatte im Wiederaufnahmeprozess ausgesagt, dass die Ehefrau ihn angerufen hat nach der Trennung und gedroht hat, in Form einer drohenden Ankündigung, wenn er, Gustl Mollert, sie und ihre Bank anzeigen würde, dann würde sie ihm was anhängen, sie würde ihn für geisteskrank erklären lassen, sie habe ihre Beziehungen und sie wisse auch schon, wie und was sie ihm anhängen würde. Und sie fügte hinzu, wenn er die Klappe hält, dann kann er 500.000 Euro von seinem Vermögen behalten. Nun hat die Staatsanwaltschaft Regensburg nach dem Wiederaufnahmeprozess ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eben wegen dieser Aussage des Zahnarzt Braun im Wiederaufnahmeverfahren. Sie ging davon aus, das stelle ich jetzt mal, ob das wirklich so war, weiß ich nicht, dass der Zahnarzt Braun nicht die Wahrheit gesagt hat. Nun hatte er zusätzlich ausgeführt, dass er sich diesen Drohanruf in Stichworten auf einer Schreibtischunterlage notiert habe. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ließ daraufhin diese Schreibtischunterlage überprüfen und da stellte zu einem Sachverständigen des Landeskriminalamts, der stellte in einem Gutachten fest, das konnte nicht zeitnah notiert worden sein, das ergebe sich aus unterschiedlichen Belichtungen oder besser Verblassungen auf dieser Schreibtischunterlage. Ich lasse mal dahingestellt, ob dieses Gutachten jetzt anfechtbar oder nicht anfechtbar war. Jedenfalls ist dann Folgendes geschehen. Der Zahnarzt Braun konnte nachweisen, dass der Drohanruf sehr wohl stattgefunden hatte. Und zwar mit folgenden Argumenten. Es gab ein Schreiben Gustl Mollerts an seine Ehefrau, datierend vom 25.08.2002. In dem führte er aus, warf es seiner Frau vor, du kamst wieder mit deinem grotesken Angebot, wenn ich die Klappe halte, dann könnt ihr 500.000 Euro behalten. Das heißt, das deckte sich genau mit der Aussage des Zahnarztes Braun vor Gericht. Damit war erwiesen, dass der Drohanruf stattgefunden hatte. Nun, das
Streffengericht Regensburg kam jedenfalls zur Überzeugung, dass nicht zu widerlegen sei, dass dieser Drohanruf, sie werde ihrem Mann was ankündigen, anhängen, nicht erfolgt sei. Bei der Urteilsverkündigung führte der vorsitzende Richter aus, es gebe keinen Beweis dafür, dass dieser Anruf mit diesem Inhalt nicht stattgefunden habe, und es gebe erhebliche Zweifel daran, dass die Ehefrau die Wahrheit gesagt habe. Sie hatte nämlich bestritten, dass es diesen Anruf gegeben habe. Und nun muss man feststellen, das ist in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen worden. Mit dieser Feststellung, dass der Drohanruf stattgefunden hat und dass die Ehefrau unglaubwürdig gewesen sei, soweit, wurde dem Wiederaufnahmeurteil insoweit der Boden entzogen, als es behauptete, die Misshandlung sei nachgewiesen. Denn wenn die Ehefrau ihm was anhängen wollte, also eine Misshandlung, das vorher angedroht hatte, dann musste hier zugunsten von Mollat entschieden werden. Schlussfolgerung: Herr Mollat ist in vollem Umfang rehabilitiert. Der Schuss der Staatsanwaltschaft Regensburg in diesem Meineidsprozess ist nach hinten losgegangen. Der Zahnarzt wurde gleichwohl verurteilt zu einer Strafe von 1 Jahr und 2 Monaten mit Bewährung. Das ist jetzt etwas verblüffend, aber das liegt daran, dass bei einem Eid alles wahr sein muss, was ausgesagt wird, auch wenn es nicht darauf ankommt. Letzten Endes kam es nicht darauf an, wann dieser Drohanruf notiert worden ist. Er hat stattgefunden. Aber eben, weil alles wahrheitsgemäß ausgesagt werden muss und in diesem Fall aufgrund des Gutachtens das Gegenteil anzunehmen war, wurde er verurteilt. Aber es steht die Hauptsache: dieser Drohanruf hat stattgefunden, sie wollte ihm demnach was anhängen, und insofern ist Herr Mollat voll und ganz rehabilitiert. Das muss man hier mal vorausschicken. Dann darf ich mal auf ein Motiv des Justizministeriums hinweisen, ein mögliches, warum es sich weigert, diese Entschädigung zu zahlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Herrn Seehofer und auch dem Justizminister sehr wohl angelegen gewesen sein mochte, eine stillschweigende Regelung herbeizuführen. Bloß, es tat sich da folgendes Problem auf. Wenn gezahlt worden wäre, hätte das Justizministerium, hätte der Freistaat Bayern Regress nehmen müssen bei den Verantwortlichen in der Justiz und auch an der politischen Spitze gegebenenfalls. Und was wäre geschehen, wenn nun die beteiligten Staatsanwälte und die Richter und die Generalstaatsanwälte und die Ministerialbeamten in den Regress genommen werden würden? Die hätten sich natürlich absolut verteidigt und sie hätten angefangen zu reden. Mit Sicherheit hätten sie sich auf irgendwelche Weisungen berufen, die von oben gekommen wären. Und da vermute ich den eigentlichen Grund für diese Weigerung. Denn dass das Justizministerium nicht erkannt hat, dass hier Schadensersatz zu leisten ist, das halte ich aufgrund der vorliegenden Fakten für völlig ausgeschlossen. Diese Fakten sind nicht einfach umzustoßen. Die sind dokumentiert, und die Staatsanwaltschaft Regensburg, das ist hier herauszustellen, die Staatsanwaltschaft Regensburg, die zunächst ja beauftragt war, einen Wiederaufnahmeantrag zu formulieren, die hat in der ersten Fassung dieses Wiederaufnahmeantrags die Richter, die in Nürnberg seinerzeit die Einweisung in die Psychiatrie verfügt haben, schwer beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg stellte fest, dass diese Richter sich der Rechtsbeugung strafbar gemacht hätten, dass sie die Einweisung in die Psychiatrie wider besseres Wissen betrieben hätten. Und zwar, ich muss es präzisieren,
Sie stellte fest, dass die angeblichen Reifenaufstechereien, die man Herrn Moller zur Last gelegt hatte und aus denen man die Gemeingefährlichkeit abgeleitet hatte, dass diese Reifenaufstechereien in keiner Weise nachgewiesen worden waren. Und dass in der Urteilsbegründung hier sogar Argumente angeführt worden waren, die nicht der Wahrheit entsprachen. Und jetzt kommt ein Schlüsselsatz. Die Staatsanwaltschaft Regensburg stellte dann fest, das ist schriftlich festgehalten, diese Unwahrheiten konnten alleine dem Zweck dienen, die Voraussetzungen für die Einweisung in die Psychiatrie zu begründen. Das ist ein Schlüsselsatz. Diese Unwahrheiten konnten alleine dem Zweck dienen, die Voraussetzung für die Einweisung in die Psychiatrie zu begründen, also die Gemeingefährlichkeit. Ich darf in Klammern jetzt hinzufügen, die angebliche Misshandlung, selbst wenn sie damals, wenn sie stattgefunden hätte, oder man jedenfalls der Überzeugung gewesen wäre, dass sie stattgefunden hätte, die hätte ja nicht genügt. Das ist eine Beziehungstat, deswegen ist ein Mann nicht gemeingefährlich. Deswegen also hätte Gustl Mollat nie in die Psychiatrie eingewiesen werden können. Also wir haben hier Vorsatz und das Gleiche gilt auch für die Staatsanwaltschaft. Denn die Staatsanwaltschaft war ja im Prozess dabei. Sie hat den Antrag auf Einweisung in die Psychiatrie gestellt und deshalb ist auch insoweit eine Haftung begründet, was die Staatsanwaltschaft betrifft, nicht bloß was die Richter betrifft und ihr Verhalten. Und nun muss man Folgendes herausstellen, in der Begründung, die Herrn Rechtsanwalt Braun zugegangen ist, wonach es halt Schwierigkeiten gäbe für Schadensersatz, wenn Richter entschieden haben, da gibt es das sogenannte Richterprivileg. Da ist eben Vorsatz erforderlich, gemäß § 839 Absatz 2 BGB. Vorsatz, Fahrlässigkeit genügt nicht. Aber die Staatsanwaltschaft Regensburg hat ja nun Vorsatz festgestellt. Das ist das eine. Und zum Zweiten, die Staatsanwaltschaft wusste ja auch von diesen Dingen. Bei ihr muss man auch deshalb Vorsatz annehmen. Und abgesehen davon, bei der Staatsanwaltschaft würde ja schon Fahrlässigkeit genügen. Das Gleiche gilt für die Vorgesetzten der Staatsanwaltschaft. Die Generalstaatsanwälte, die Beamten des Justizministeriums bis hinauf zur Justizministerin Merck selbst. Das ist eine ganz andere Situation, als sie da in diesem Schreiben des Amtschefs Arnold an Herrn Rechtsanwalt Braun dargestellt worden ist. Sie werden in einer Pressemitteilung, die wir verteilen, ich glaube, sie ist noch nicht verteilt, ist sie schon verteilt, das nachlesen können. Wir haben das nicht uns ausgefunden in kühnen Gedankengängen, ausgedacht in kühnen Gedankengängen, sondern wir haben verweisen können auf das, was die Staatsanwaltschaft Regensburg in der ersten Fassung ihres Wiederaufnahmeantrags niedergelegt hat. Und dazu darf ich Ihnen noch Folgendes verraten. Warum ist das in der Öffentlichkeit eigentlich nicht bekannt? Dieses Papier wurde kassiert. Diese Fassung des Wiederaufnahmeantrags wurde von oben her seinerzeit nicht akzeptiert. Es wurde dann von der Staatsanwaltschaft Regensburg eine zweite Fassung des Wiederaufnahmeantrags formuliert. Auch diese Fassung fand keine Gnade. Und dann kam es zu einer dritten Fassung und die war völlig weichgespült. Da war von Rechtsbeugung nicht mehr die Rede und von Unwahrheiten und dergleichen. Da hieß es lediglich sinngemäß, dass einige Vorschriften der Strafprozessordnung nicht genau gehandhabt worden seien. Das war also eine Bagatellisierung, die völlig konträr war zu dem, was die Staatsanwaltschaft Regensburg ursprünglich festgestellt hatte. Aber die zugrunde liegenden Fakten, auf die sich die Staatsanwalt stützte, die sind ja nicht zu bestreiten. Die werden auch in einem gerichtlichen Verfahren natürlich relevant sein. Warum kam überhaupt
diese erste Fassung dann an die Öffentlichkeit, auch wenn sie von dieser nicht wahrgenommen wurde, weil der Untersuchungsausschuss Gustl-Mollat wohl zur Überraschung des Justizministeriums beschlossen hatte, die Akten beizuziehen. Ja, und siehe da, da stieß man auf diese erste Fassung des Wiederaufnahmeantrags. Und da möchte ich mal innehalten und das Wort zurückgeben an Herrn Rechtsanwalt Braun. Vielen Dank, Herr Dr. Schlötterer. Herr Mollat, wollen Sie jetzt sich jetzt einfach mal selber äußern? Es geht ja gut um Sie und nicht um uns. Ja, also grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und uns zuhören. Es ist natürlich eine ganz schwierige Situation, gerade für mich. Ich habe mir das nie gewünscht, solche Gerichtsverfahren durchstehen zu müssen. Ich habe also wirklich keinen Spaß dran, Gerichtsverfahren bestreiten zu müssen oder dort eine Rolle zu spielen. Ganz zu schweigen wollte ich auch nie eine Person, wie man das so bezeichnet, des öffentlichen Lebens werden. So blöd wie es klingt, über diese Jahre in diesen geschlossenen psychiatrischen Anstalten habe ich mir glücklicherweise gesagt, ja, wenn du aufgibst, dann freuen sich viele natürlich, weil sie ungeschoren bleiben, mit Sicherheit. Also das heißt, dieser alte Spruch, an dem habe ich mich festgehalten, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, das war zwischendurch auch sehr schwierig. Ich hatte über diese 7,5 Jahre viele Menschen in diesen Anstalten kennengelernt, die Betreiber, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, aber auch die vielen gefangenen Mitpatienten und Mitpatientinnen. Und über die Jahre waren es auch sehr viele, die nicht mehr ein- und ausgesehen haben und die ultimative Flucht beschritten haben. Üblicherweise wird dann bescheinigt, es lag an ihrer geistigen Krankheit. Da denkt man gar nicht dran, dass vielleicht objektiv betrachtet diese Unterbringungsumstände für den jeweiligen gefangenen Patienten tatsächlich nachvollziehbar so unerträglich waren, dass er sich lieber aufgehängt hat. Und das sind Dinge, die mich auch heute noch wirklich schwer belasten. Noch dazu gab es Fälle, wo ich es als angeblich wahnsinniger Patient und Mitpatient in manchen Fällen habe kommen sehen und hatte keine Chance, es zu verhindern. Und das ist natürlich ganz tragisch, aber es sind einem im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden und die Oberhoheit haben die Betreiber. Das nur nebenbei bemerkt. Auch jetzt diese Geschichte, wenn man so ein Angebot bekommt und man hat eigentlich gar nichts, dann ist man natürlich auch geneigt zu sagen, Mensch, lieber nimmst ein Butterbrot, als tust du dir wieder diesen riesigen Stress an, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass du auch keinen Erfolg hast. Nur nichtsdestotrotz bin ich da auch in mich gegangen und sag mir vielleicht, und das würde ich mir wünschen, hat dann auch jetzt diese Verfahren und diese Öffentlichmachung einen Beitrag, dass unsere Zustände im Land insgesamt besser werden. Als Positives zum Freistaat Bayern habe ich gehört, dass, was teilweise gar nicht so bekannt wird, offensichtlich Kreise der bayerischen Politik, der Verwaltung, sich dafür einsetzen, dass diese 25 Euro pro Tag Haftentschädigung bundesweit verändert, erhöht werden. Es heißt so in Richtung 100 Euro pro Tag. Und das ist natürlich löblich, würde aber jetzt bei der jetzigen Situation mir direkt nicht zugutekommen. Aber ich freue mich, wenn sich sowas tatsächlich umsetzen würde und dass dann zukünftige Schadenersatzansprüche davon profitieren. Und man muss auch sehen, ich habe mich dann auch einmal versucht schlau zu machen, wie sieht es denn in anderen europäischen Ländern aus mit solchen Haftentschädigungen. Und da gibt es eklatante Unterschiede.
dass zum Beispiel selbst ein Land wie Spanien, die noch gar nicht so viele Jahrzehnte zurück eine Militärdiktatur waren, bis zu 250 Euro pro Tag Haftentschädigung solchen Leuten gewährt. Finnland zahlt mindestens 100 Euro pro Freiheitsentzug und Tag. Luxemburg bis 200 Euro, Dänemark 250 Euro. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man sich da mal dieser Vernunft annähert und da vernünftiger wird. Denn ich gehe davon aus, leider Gottes, wir sind wirtschaftlich orientiert und zu oft gilt, was nichts kostet, ist nichts wert. Würden solche Fehlleistungen, ich sage es einmal ganz gelinde gesprochen, auch dementsprechend vergütet werden müssen, dann gehe ich davon aus, dass man das nicht jetzt sagt, naja, dann vertuschen wir es halt einfach. Nein, ich hoffe, dass man sich dann versucht, schon von vornherein zu verbessern. Und das wäre ja das Wichtige, dass man die Ursache des Übels versucht zu erkennen und auch dementsprechend zu beseitigen. Denn unsere Gesellschaft hat nichts davon, dass ich jetzt 7,5 Jahre untergebracht war. Da müssen Sie sich vorstellen, da sprechen wir schon allein von Unterbringungskosten, die hätten nicht anfallen dürfen, von rund 1 Million. Davon spricht kein Mensch. Ja? Und es ging ja schon los, 2004 geriet ich ja in einer überfallartigen Aktion in eine Unterbringung zur Begutachtung ins BKH Erlangen. Und da muss ich Ihnen sagen, das war so der größte Schock, wenn Sie vorher keine Ahnung haben, was in diesen Anstalten vorgeht. Und das geht Ihnen letztendlich auch so, so ging es mir auch. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland gibt. Das war das Allerhärteste. Und da hat sich dann letztendlich auch rausgestellt, was in der Öffentlichkeit gar nicht thematisiert worden ist. Diese Unterbringung zur Zwangsbegutachtung war auch schon rechtswidrig. Da sind die Formalien auch nicht dem Recht Genüge eingehalten worden. Und so gibt es ganz viele Fehlleistungen, wie auch zum Beispiel die Räumung meines Hauses. Die ist erfolgt, ohne dass das Gericht zugestimmt hatte. Das war dann erst später, wo das Haus schon, ich sage mal, geplündert und gekleant war. Denn da ging es darum, alle Beweisstücke natürlich habhaft zu werden, die der Herr Mollert vielleicht noch im Haus hat. Und das blieb letztendlich in der Öffentlichkeit auch auf der Strecke. Das sind alles Dinge, die dann sehr schwierig sind, wenn Sie Ihr Habe letztendlich so gut wie alles verloren haben, dann müssen Sie versuchen, im Nachhinein die Beweise zu rekonstruieren. Und das wären jetzt auch die Schwierigkeiten in diesem Verfahren. Das nächste, worauf ich noch einmal hinweisen wollte, es gab ja dann 2013, am 6.8.2013, eine Hals- und Kopfentlassung. Es war eigentlich ein Rausschmiss. Und es war unglaublich, denn nach außen hin versuchen diese Anstalten und gerade auch die Ärzte und Mitarbeiter, sich wirklich als die ganz sozialen Helfer der Patienten zu stilisieren. Und erst sollte man ja behalten werden, am liebsten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil man ja nicht krankheitseinsichtig ist und sich nicht therapieren lässt. Und dann plötzlich von einer Stunde auf die andere sollte man schnell die Anstalt verlassen. Und ich werde nie vergessen, der damalige zuständige Oberarzt Dr. Michael Zappe vom BKH Erlangen, ich sage zu ihm, Herr Zappe, wie stellen Sie sich das vor? Sie wissen doch, ich habe nicht einmal einen Pass, ich weiß doch gar nicht wohin. Lassen Sie mich doch wenigstens noch 3 Tage klären, dass ich da vielleicht eine Chance habe, was zu organisieren. Da gab es ein süffisantes Lächeln und 3 Stunden Aufschub und dann musste ich verschwunden sein. Und hätte ich nicht wirklich liebe Freunde und neue Bekannte gehabt, die sich dann ganz schnell der Sache angenommen haben, ich wäre obdachlos gewesen. Und dieses und noch viel mehr Dinge, die muss man natürlich auch im Blick haben und das wird dann auch bei so einem Verfahren mit Sicherheit Thema werden und werden müssen. Und da kann man nicht erwarten, dass man sich dann mit einem Butterbrot im Verhältnis zu dem, was tatsächlich verlustig gegangen ist, abspeisen lässt. Und dann muss man sich wirklich versuchen, Rückgrat wieder aufrecht zu erhalten und sich auch diesem Problem zu stellen, auch wenn es sehr, sehr schwer ist.
Ja, vielen Dank. Erlauben Sie mir nur noch eine kleine Anmerkung, aber die ist doch wichtig. Herr Mollert war ja, bevor er in die Psychiatrie kam, nicht etwa obdachlos, sondern er war Eigentümer eines schönen Hauses in der Villengegend von Nürnberg in Ehrenstegen. Also wer Nürnberg kennt, weiß, dass das ein Villenvorort ist, wo man sehr gerne lebt, wenn man es sich leisten kann. Er hatte ein Haus, ich habe das mit ihm jetzt nochmal geklärt. Wie kam es denn zu der Versteigerung von dem Haus? So ohne weiteres wird ja nicht eigentlich jemand ein Haus versteigert, aber es ist sehr nachvollziehbar. Er hatte darauf ein Darlehen seit Jahrzehnten bei der Hypo Vereinsbank, das noch etwa valutierte mit 30.000 Mark oder Euro. Ist auch egal. Euro 30.000 Euro. Wohlgemerkt ein schönes Grundstück mit einem schönen, sehr gut erhaltenen Haus. Normal ist es überhaupt kein Thema, wenn da ein Darlehen ausläuft, dann wird es verlängert von der Bank normalerweise automatisch. Die Hypo-Vereinsbank war ihm natürlich nicht in besonderem Maße verbunden und er hat damals die Forderung, die gegen ihn noch bestand, die als die wirklich minimale Forderung im Verhältnis zum Wert des Hauses, verkauft an eine Heuschrecke, nämlich BlackRock, eine amerikanische Gesellschaft, die wiederum eine europäische Gesellschaft gegründet hatte, die derartige Dinge aufkauft und dieses Vermögen sofort verwertet. Das war die Firma Arkon. Zufällig kannte ich die ganz gut aus anderem, in anderem Zusammenhang. Völlig normaler Sachverhalt. Die haben eine Forderung. Die wollen keine Darlehen verlängern, sondern die wollen einfach Liquidität schaffen. Das heißt, diese Vermögenswerte werden sofort versteigert. Okay, das Haus wurde versteigert. Und wer hat es gekriegt? Wie durch ein Wunder, die Ehefrau oder die Ex-Ehefrau hat sich das Haus unter Nagel gerissen und dafür gesorgt, dass in dem Haus dann auch nichts mehr war, was er eben nutzen konnte. Eigene Dokumente, Ausweise und alles weg. Und eben auch das Lager, das er dort hatte, von hochwertvollen Ersatzteilen, Originalersatzteilen für diese alten Ferraris, denn davon hat er halt gelebt. Und das war wirklich was wert. Wer davon so ein bisschen Ahnung hat, kann das alles nachvollziehen. Aus der Psychiatrie heraus war er nicht in der Lage, das Darlehen noch zu bedienen. Wie soll er es denn machen? Von welchem Geld denn? Selbst ein so kleines Darlehen von 30.000 Euro muss bedient werden. Er konnte es nicht, also konnte die Forderung verkauft werden und so hat er sein Haus verloren, wird entlassen und hat eben nichts mehr. Er hat nichts mehr. Das muss man sich alles vorstellen. Und das in der Summe, all das, was ich eingangs vorgetragen habe, führt also zu einer Betrachtung der Bayerischen Staatsregierung, 170.000 Euro ist die Obergrenze. Vielleicht haben Sie dafür Verständnis, dass wir sagten, so spielen wir nicht mit, sondern muss eine andere Lösung her. Schauen wir mal, ob es nun wirklich zu dem Gerichtsverfahren mit Zeugen, unter anderem der ehemaligen Justizministerin, kommen muss. Oder ob vielleicht jetzt in der zweiten Stufe, nachdem der eine oder die andere von Ihnen was darüber berichten wird, über die heutige Pressekonferenz, nicht vielleicht doch auch bei der Staatsregierung die Einsicht allmählich erwächst, dass man hier vielleicht doch in etwas anderen Größenordnungen an das Thema herangehen sollte. Es erinnert mich wirklich an den Münzen im Himmel. Die Einsicht mag ja kommen auf dem Weg rüber ins Maximilianeum. Also noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass man vielleicht die Sache doch noch wegkriegt, einfach durch ganz normale, vernünftige Gespräche, wie wir es bei jedem anderen Rechtsfall auch machen. So, jetzt haben wir ganz viel gesprochen, aber jetzt sind Sie dran. Also, wir haben, oh, Moment, also
Ich versuche, das richtig zu machen. Also zunächst mal Sie entschuldigen, ich kenne die Köpfe allesamt nicht, weil ich nicht aus der Szene bin. Normalerweise werden unsere Rechtsfälle nicht den Medien mitgeteilt, sondern höchstens, wenn es um Schlötterer und seine Geschichten geht oder eben um Moller. Also verzeihen Sie, wenn ich Sie nicht mit Namen ansprechen kann. Also zweite Reihe bitte. Ja, das ist ein großes Glück, dass ich da wenige gute Freunde habe, die mich auch bis heute unterstützen. Und ich bitte Sie um Verständnis. Ich bin jetzt die ganze Zeit drüber, auch wieder mir ein privates Leben zu verschaffen. Und eingehender möchte ich da gar nichts beschreiben. Ich will wieder richtig Fuß fassen können. Und dazu braucht man die nötige Ruhe. Prima. Sie erst mal ganz hinten, dann Sie als nächstes. Bitte. Herr Walter war das, glaube ich. Genau. Ich wollte mal kurz wegen den ganzen Zahlungen, die da aufstehen. Ich glaube, in der Pressemitteilung nennen Sie eine Summe von 1,7 Millionen und noch ein bisschen was. Und in der Klage heißt 2,1 Millionen nochmal zerquetscht. In welcher Pressemitteilung habe ich doch die 1,7? Also es hat sich in der Tat jetzt bei mir intern in der Berechnung eine Veränderung insoweit ergeben, als die bei dem zweiten Teil des Verdienstausfalles natürlich auch die Rentenzahlungen mit einberechnet werden müssen. Die waren bei dem ersten Entwurf, ehrlich gesagt auch bei dem Entwurf, den der Ministerpräsident Seehofer gekriegt hat vor einem Jahr, nicht enthalten. Aber ich glaube, die 1,7 streichen wir jetzt. Bitte? Also die 2,1 sind jetzt in der Klage, so wie sie eingereicht wurden. Ja. Okay. Dann hätte mich noch interessiert, wissen Sie, wie der Freistaat jetzt auf 170.000 Euro kam, wie sich das addiert? Also die 70.000, die kann ich mir irgendwie denken, das sind, wenn man sagt, das sind 2.747 Tage in der Psychiatrie, mal 25 Euro, kommt man auf 68.000 Euro noch was. Das sind dann vielleicht diese 70.000, die wir als erstmal angeboten haben. Aber warum 170.000? Nein, Professor Arlott, also der Amtschef vom Justizministerium, mit dem ich eigentlich menschlich wirklich einen guten Kontakt hatte, hat aber doch über die Gedankengänge, die zu diesen 170.000 führen, den Schleier des Geheimnisvollen drüber gebreitet. Ich weiß dazu gar nichts. Ich kann mir auch ehrlich gesagt dazu keine Gedanken machen. Es gelingt mir gar nicht, ich würde es aber auch gar nicht versuchen, weil diese Zahl ist für mich nicht relevant, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber es ist ja relevant für eigentlich, also Ihr Verfahren, wenn es dazu käme, für jeden Häftling, der irgendwie zu Unrecht irgendwo einsaß. Weil das würde ja in Zukunft bedeuten, dass jeder nicht einfach nur die 25 Euro pauschal immer in Rechnung stellen kann, sondern er kann genau seinen ganzen Vermögensschaden, den er ja realita wirklich erlitten hätte, es gibt ja noch andere Häftlinge, die vielleicht mal ein Haus hatten oder eine Wohnung und so weiter und dann alles verlieren, all das könnten ja alle dann wieder in Ansatz bringen, oder? Herr Walter, jetzt müssen wir hier wirklich ein kleines bisschen differenzieren. Also erstens haben wir den Unterschied zwischen Zwangseinweisung in die Psychiatrie und, ich würde mal sagen, Anführungszeichen, normaler, Schlusszeichen, Haft in eine Justizvollzugsanstalt. Das habe ich versucht eingangs auszudrücken. Es ist eine ganz andere seelische Belastung, wenn ich anfangs die Hoffnung habe, da irgendwie wieder rauszukommen, aber dann immer mehr merke, ich habe eigentlich keine Chance, weil die Mechanismen so sind, jeder schreibt ab, was der andere vor zwei Jahren schon geschrieben hat, keiner überprüft, es wird nichts. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und der zweite Punkt ist, wenn eine grundsätzliche Verpflichtung zur Schadensersatzleistung festgestellt wird, dann muss der materielle Schaden, der eingetreten ist, ohnehin ersetzt werden. Diese 25 Euro betreffen den seelischen Schaden, den immateriellen Schaden. Aber der normale materielle Schaden, der würde immer, wenn grundsätzlich eine Schadensersatzpflicht besteht, zu ersetzen sein. Bitte sehr. Ne, Moment, Sie waren nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Klage wurde heute schon eingereicht, oder? Nein, Klage wird Anfang nächster Woche eingereicht, weil wir jetzt ein bisschen in Stress geraten sind, auch noch mit einer Tagung morgen und übermorgen in Berlin, aber das ist ja im Kopf völlig egal. Anfang nächster Woche? Ja. Von dem Landgericht München 1? Beim Landgericht München 1, also in dem Punkt ist mir ja der Freistaat erstaunlich entgegengekommen,
nachdem wir hier nämlich zugrunde liegende Tatbestände haben, die an drei unterschiedlichen Oberlandesgerichtsbezirken sich ereignet haben, würde es nämlich bedeutet haben, ich hätte an drei Gerichten klagen müssen, mindestens an dreien, und dann hätte der Bundesgerichtshof entscheiden müssen, welches Gericht das zuständig ist. Da habe ich darum gebeten, man möge doch bitte seitens der Staatsregierung für einen im Grunde einheitlichen Sachverhalt, nämlich eine Schadensersatzforderung, die nur aus verschiedenen Taten resultierte, sich doch bitte auf einen Gerichtsstand mit mir verständigen. Und ich habe München vorgeschlagen und der Freistaat zeigte großes Entgegenkommen. Wir können also jetzt tatsächlich die volle Forderung nur in München einklagen, müssen es nicht auch noch dreimal machen, mit dem entsprechenden Kosten. Denn ehrlich gesagt, die sind ja gewaltig bei einem solchen Streitwert. Die reinen Gerichtskosten. So, jetzt war 1, 2, 3, okay? Bitte sehr. Nochmal zu den politischen Forderungen. Das eine ist ja die Erhöhung des immateriellen Schadensersatzes. Und das andere, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese systemimmanente Problematik, dass der eine vom anderen abschreibt. Was kann die Politik da auch vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung tun, um diesen Zustand zu ändern? Kann die Politik da überhaupt irgendwas tun? Politik kann ja nun Gesetze machen und das soll sie auch tun und hat sie sogar getan. Wir haben bereits jetzt eine Veränderung erfahren in den letzten 2 Jahren infolge ihres Falles, die dazu führt, dass Zwangseinweisungen in die Psychiatrie erschwert wurden und Überprüfungsvoraussetzungen auch mit externen Gutachtern festgeschrieben wurden. Also hier hat sich was verbessert und ich habe die Hoffnung, dass der Landtag eine Anhörung durchführen wird, ob die Verbesserungen, die in der Tat stattgefunden haben, aufgrund des Falls Mollat, ob die greifen, ob sie ausreichen oder ob wir nicht hier noch nachbessern müssen. Denn es geht um einen unerhört wichtigen Sachverhalt für einen freiheitlichen Rechtsstaat. Was ist mit den Leuten, denen zwangsweise jede Freiheit genommen wird? Da hat man früher nicht so genau hingeschaut, weil psychisch krank und dann aller Voraussicht nach auch noch kriminell. Diese Verbindung führte nicht unbedingt dazu, dass die Öffentlichkeit darauf auch mehr geachtet hätte. Aufgrund des Falles Moller, mit der ganzen Öffentlichkeit, die wir damit ja auch erlebt haben in den vergangenen Jahren, hat sich hier in der Tat etwas getan und ich anerkenne das ohne weiteres. Verbesserungen sind da, aber wie sie genau ausschauen, in welche Richtung, also ob sie ausreichen, das wird sich erst rausstellen, wenn wir jetzt erste Erfahrungen damit haben. Noch eine Nachfrage. Hat jetzt, ich habe mich gestern mal sehr kurzfristig darauf eingearbeitet, hat jetzt nach den Neuerungen derjenige, der eingewiesen wird, das Recht hier bei einem Zweitgutachter auch eine freie Arztwahl oder wäre das eventuell die Forderung, die man hier stellen könnte? Das ist ja auch jetzt das neue PsychKHG in Vorbereitung, das liegt so ein erster Gesetzentwurf vor, den konnte ich das nicht entnehmen, dass derjenige, der eingewiesen wird, auch noch einen Anspruch hat, innerhalb der Verfahren selber auch als Gutachter zu beauftragen. Also ich glaube, ich darf mich jetzt einmal kurz einschalten. Bitte. Ne? Das ist natürlich ein schwieriges Thema noch dazu für Außenstehende und selbst für relative Insider. Der Herr Rechtsanwalt Braun war ja selber mal im Bundestag als Abgeordneter und hat Einblick in Gesetzesstrukturen und wie man Gesetze macht. Leider Gottes ist für mich da feststellbar und ich habe immer noch Kontakte in diese Psychiatrien und kriegt mit, was da tatsächlich hinter den Kulissen teilweise läuft. Sie können Gesetze machen, so viel sie, wie sie wollen. Das hat immer Grenzen. Und wenn Sie an die Grenzen der menschlichen Qualitäten gerät, dann wird das sehr schwierig. Es ist leider so, das können Sie sogar an Unterbringungsstatistiken unter Umständen interpretieren. Durch den Fall Mollat gab es erst einmal weniger Unterbringungen und schnellere Entlassung. Aber es wächst dann Gras drüber, so ist einmal meine Interpretation, und es ist wieder am Steigen.
Die Problematik wäre nach wie vor, ich wüsste heute auch nicht, von wem ich mich begutachten lassen könnte, wo ich absolutes Vertrauen haben könnte. Wenn eine Branche über Jahrzehnte in einer gewissen Art und Weise tickt, dann ist es wirklich sehr schwierig. Und da möchte ich erinnern, das finden Sie noch im Internet, auf YouTube, es gab ja gleich nach meiner Entlassung eine Talkshow mit dem Herrn Reinhold Beckmann, als die noch bestand. Und da war dabei eine psychiatrische Ärztin aus dem Raum München und die hat selber live in die Kamera gesagt, sie würde sich nicht begutachten lassen und hat es auch begründet. Und ähnlich sagt es kein Geringerer als Professor Dr. Nedopil. Obwohl er auch ein Bestandteil ist der Oberliga der psychiatrischen Gutachter in Deutschland. Und dann möchte ich nur daran erinnern, das kann man vielleicht noch irgendwo in den Archivkatakomben des bayerischen Fernsehens finden. Da gab es einmal auf dem Gerichtssaal in Nürnberg in einem anderen Zusammenhang ein kurzes Statement vom Chefarzt der Forensik des BKH Erlangen, wo ich ja zu Anfang schon mal für eine Woche kalten worden bin. Da war der auch schon dort Chefarzt. Also BKH ist Bezirkskrankenhaus, ne, Forensische Psychiatrie, in dem Fall Abteilung FP1. Und dann sagt Dr. Wertmüller, ein Gutachter muss die Sprache des Gerichts verstehen. Das ist jetzt interpretationsfähig. Ich sage Ihnen, ich glaube zu wissen, das maße ich mir an, was er damit meint. Der Gutachter fährt gut, wenn er der Staatsanwaltschaft genehm und besonders dem Gericht genehm sich verhält und arbeitet. Und so ist das. Und so ist das nach wie vor, selbst mit diesem neuen Gesetz. Wir brauchen eine Qualitätssicherung, gerade im Gutachterwesen. Wir brauchen die Situation, dass diese Leute, die eine Arbeit abgeben, auch aufrecht dafür einstehen müssen, gegebenenfalls, und gegebenenfalls auch für krasse Fehlleistungen einen Schadenersatz leisten müssen. Erst dann wage ich zu glauben, dass die Situation besser wird. Nehmen Sie das Beispiel hessische Steuerfahnder. Der Fall ist von A bis Z nachgewiesen. Es ist eigentlich unglaublich, dass er keine größeren Medienwellen in Deutschland bewirkt hat. Es ist so unglaublich, was da gelaufen ist, und das können Sie auch immer noch nachlesen, und es ist alles bewiesen und festgestellt, ja, dass Steuerfahnder, die ihren Job machen, so wie theoretisch der Auftrag ist, eingebremst werden, letztendlich durch den Dienstherrn, weil es keine Ruhe geben, die Steuerfahndung zu machen. Und in gewissem Bereich war das nicht gewünscht. Siehe damals Ministerpräsident Koch-Regierung in Hessen. Und dann überzieht man die mit einem psychiatrischen Gutachten und kriegt sie so raus aus dem Dienst. So, in dem Fall war das große Glück, dass bei der Ärztekammer ein vernünftiger Mann war, wodurch der Einstieg da war, diesem skandalösen Gutachter einen Schadenersatz vor Gericht nachzuweisen. Nur die Dinge verlaufen im Sande und man glaubt natürlich, alles ist wunderbar. Auch in meiner Sache, als die Situation war, ich bin kalten worden in der Hochsicherheitsforensik im BKH Straubing, auch diese Überstellung, regelrechte Deportation noch vor meinem Urteil, war nach eigentlichen theoretischen Vorschriften unrechtmäßig. Denn ich war nie irgendwie hochgefährlich, auch nicht in der Unterbringung. Und dann kam Professor Dr. Gröber ins Spiel für eine Überprüfung der Unterbringung. Dann habe ich schriftlich Kontakt aufgenommen mit Professor Dr. Gröber, habe ihn darauf hingewiesen, auf Publikationen von ihm, wo er richtigerweise sagt, er ist angewiesen auf eine wahrheitsgemäße Aktenlage und Fakten. Und da habe ich ihn konkret hingewiesen, was in den Unterbringungsakten gar nicht stimmt. Und habe darum gebeten, dass man das erst einmal richtig stellt, damit er eine wahrheitsgemäße Arbeitsgrundlage hat, um überhaupt ein objektives Gutachten über mich erstellen zu können. Was passiert? Eines Tages kommt eine Stationspflegerin, Herr Mollert, für Sie ist ein Gutachter da, kommen Sie vor.
Es gab keine Anmeldung, es gab schon gar keine Richtigstellung und so sollte das ablaufen. Und dann habe ich gesagt, Moment einmal, da gehe ich gar nicht hin. Ich kann mich nur verschlechtern. Wenn das schon so sich anlässt, dann muss ich damit rechnen, dass dann noch verschärfter behauptet wird, der Mann ist total krank. Was machen Sie? So, Sie brauchen wirklich Leute, die ihren Job objektiv, verlässlich machen, sich nicht auf irgendwelche Strömungen einlassen, sich nicht versuchen, Kollegen zu schützen, die unter Umständen einen totalen Bock geschossen haben. Das ist notwendig. Und das ist bisher noch nicht sichergestellt. Tja, weitere Fragen? Bitte sehr. Ja. Ich habe eine Frage an den Steuerfachmann Schlöterer. Muss der Herr Mollert, falls diese Summe mal bezahlt wird, versteuern als Einkommen? Also das Schmerzensgeld ist ja kein Einkommen. Das muss nicht versteuert werden. Der materielle Schaden natürlich auch nicht. Das ist ja lediglich Ersatz dessen, was er schon hatte. Und soweit es Einkommen betrifft, ja, ich weiß nicht, was ihm ersetzt, wird sicher nur ein Nettoeinkommen, aber da bin ich jetzt überfordert. Würde er den Schadenersatz gleich netto bekommen? Oder, also das weiß ich jetzt nicht, oder da bin ich überfordert. Okay. Also soweit es ums Einkommen geht und dergleichen, ja. Aber ansonsten Schmerzensgeld und vorhandenes Vermögen, das ist eine nicht zu besteuernde ein nicht zu besteuernder Wert. Ich habe mal gehört, es liegt an der Wiederholung. Wenn ein einmaliger Fall ist, dann ist es kein Gewerbe. Ja, nur also in wiederholten Fällen ja, wäre es dann ein Gewerbe, ja, also, dann müsste natürlich, ja Gewerbesteuer zahlen. Aber weil ich schon das Wort habe, möchte ich doch noch etwas klarstellen. Herr Mollert ist nicht das Opfer schlechter Gesetze geworden. Die haben es allenfalls erleichtert. Denn Sie müssen den Ausgangspunkt sehen. Mollert wurde von den Richtern eingewiesen in die forensische Psychiatrie mit der Begründung, seine Strafanzeigen über die Schwarzgeldverschiebungen der Hypervereinsbank seien Wahnvorstellungen, Paranoia oder Schizophrenie. Aber die Richter hatten diese Angaben überhaupt nicht überprüft. Herr Mollert wollte dann in der Hauptverhandlung dartun, dass es keine Wahnvorstellungen seien. Daraufhin wurde er vom Vorsitzenden Richter niedergebrüllt und ihm angedroht, wenn er nochmals von diesen Schwarzgeldverschiebungen und Hypervereinsbank rede, werde er ihn des Saales verweisen und den Prozess ohne seine Anwesenheit zu Ende führen. Das heißt, hier ist Vorsatz der Richter gegeben. Nun muss man ja wissen, Mollert musste sich unbedingt zu dieser Wahnkrankheit, die man ihm angelastet hatte, äußern, denn gerade deswegen sollte er weggesperrt werden. Das war also ganz klar eine Versagung des rechtlichen Gehörs, was natürlich auch der Staatsanwaltschaft, der in der Sitzung war, mitbekommen hat. Das hat er ja gewusst. Und er wusste natürlich auch, der Staatsanwalt, dass die Strafanzeigen nie überprüft worden waren. Also damit war klar, von Wahnvorstellungen konnte keine Rede sein, wenn ich das nicht verifiziere. Und darin liegt auch der Vorsatz der Staatsanwälte, nicht nur der Richter. Das ist ganz wichtig. Nun, die Wahnsymptomatik ist eine Voraussetzung für die Einweisung in die Psychiatrie. Es kommt eine zweite hinzu, die Gemeingefährlichkeit. Das begründet man mit den ihm angelasteten Reifenaufstechereien. Und da habe ich eingangs schon gesagt, die Staatsanwaltschaft Regensburg hat dann später festgestellt, in der Erstfassung ihres Wiederaufnahmeantrags hat sich das niedergelegt, dass diese Reifenaufstechereien im Urteil mit Unwahrheiten begründet worden sind, mit dem Ziel, damit die Voraussetzung für die Einweisung in die Psychiatrie zu schaffen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also wir sollten jetzt nicht jetzt bei dem Eindruck bleiben, der aber sicher richtig ist, dass natürlich es eine erhebliche Problematik gibt bei den Gutachtern. Und natürlich mag sein, dass da
von dem einen Mal abgeschrieben worden ist, was ein anderer schon vorher zu Papier gebracht hatte. Aber der Ausgangspunkt ist ein ganz anderer. Der Ausgangspunkt ist böswilliger Vorsatz. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich will noch auch auf die Verantwortlichkeit in der politischen Spitze hinweisen. Das ist ja nicht etwa jetzt auf der unteren Ebene bloß bekannt geworden, sondern das war natürlich auch oben bekannt, da wurde darauf hingewiesen, die Justizministerin Merck. Und auch das ist natürlich alles ebenso bekannt dem Justizminister Bausbach. Und nun, wenn Herr Bausbach aber erstens nicht veranlasst, dass die Schuldigen, das heißt die Richter, die Staatsanwälte, die Generalstaatsanwälte und die beteiligten Ministerialbeamten zur Verantwortung gezogen werden, und zwar strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn er zweitens eine Entschädigung verweigert, entgegen der klaren Gesetzeslage, die zugrunde liegenden Tatsachen, die Sie in der Pressemitteilung sehen, die lassen sich ja nicht beseitigen. Wenn ein solcher Minister weiterhin im Amt bleibt, dann stellt sich die Frage, ob er zu Recht im Amt bleibt. Das muss sich die Öffentlichkeit mal fragen. Wie meine Antwort ausfallen würde, das können Sie erraten. Also ich bin hier als Anwalt tätig und nicht als Politiker und dementsprechend zurückhaltend bei derartigen Dingen. Aber ich möchte eins noch mal festhalten, was Schlötterer gerade berichtet von der zugrunde liegenden Gerichtsverhandlung in Nürnberg, Weiland, ist in dieser Form geschildert worden vor dem Bayerischen Landtag in der Anhörung durch einen Schöffen, der selbst zugegen war, der praktisch Mitrichter war, der aber keine Chance hatte gegen den vorsitzenden Richter, weil er sagte, das ist eine unglaubliche Geschichte, wie der vorsitzende Richter mit einem Angeklagten umgeht. Also so war die Aussage damals im Landtag. Das ist also nicht etwa etwas, was sich Schlötterer ausgedacht hat, sondern jemand, der beteiligt war, der nicht nur anwesend war, sondern beteiligt war und darunter gelitten hat, dass die Dinge so waren, wie sie waren, der hat das ausgesagt. Im Untersuchungsausschuss. Ja, da gibt es ja auch Protokolle, das könnte man nachlesen, aber das sind Sisyphus-Arbeiten. Ja, Sie haben ja nicht die Möglichkeit, durch Berge von Akten sich durchzuarbeiten. Die Zeilenhonorare schimmern einem ja auch als Normalbürger durch und die Möglichkeiten, die jeder hat, das ist alles sehr schwierig. Ja? Und da bleibt dann vieles auf der Strecke. Sie haben sich gemerkt. Herr Mollert, zwei Verständnisfragen. Bitte so laut, dass Sie es hinten hören. Zwei Verständnisfragen. Einmal, Sie haben jetzt mit mehreren Anwälten natürlich zu tun. Haben Sie sich schon mal Gedanken über das Prozessrisiko gemacht? Also, haben Sie da schon mal Fakten eingestellt? Und die zweite Frage ist natürlich, Sie haben jetzt Herrn Mausbach, Frau Merck, die stehen alle unter Immunität. Wer werden Sie denn, müsst ihr dann dagegen auch vorgehen, oder sehe ich das umgekehrt? Ja gut, also bisher haben wir uns noch nicht besprochen, ob man da Personen jetzt, das ist nicht einmal ein Gedanken darauf verschwendet. Ja? Und ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie vollkommen illusorisch, mir ist die reale Welt schon bekannt und dass man sehr wenig Chancen hat. Und wie David gegen Goliath, weil es ist ja ein Staatssystem letztendlich, ja, da anzutreten, da hat man freilich schlaflose Nächte, das ist ganz klar. Und da ist man eigentlich auch durch diese vielen Jahre, für mich zieht sich das ja hin, das ist ja weit über ein Jahrzehnt, diese Auseinandersetzungen. Das möchte man auch hinter sich haben. Aber man möchte auch mal eine Ruhe finden können. Und man will auch die Möglichkeit haben, dass man überhaupt wieder dementsprechend durchstarten kann. Ja? Und gewisse Dinge, da kommt noch wirklich eine bürgerliche Verpflichtung dazu. Wissen Sie, jetzt haben wir die Kältewelle in Deutschland. Früher waren solche Temperaturen ein normaler Winter. Jetzt sind wir es ja nicht mehr gewohnt. Ja? Nur wo ich mir sofort Sorgen mache, wir haben immer mehr Obdachlose. Mir ist es unvorstellbar, ich bin wirklich viel gewohnt, ich kann spartanisch leben, alles. Wie kann man es jetzt bei diesen Temperaturen ohne Dach über dem Kopf aushalten? In einem reichsten Land der Erde. Und das sind so viele Dinge, die da auch in meinem Kopf vorgehen.
Wir könnten wirklich eine tolle Ordnung schaffen. Das wären auch keine Unmöglichkeiten. Ja? Wir müssten uns nur überlegen, für was geben wir was aus und wie machen wir es? Verbraten wir viel in irgendeinem bürokratischen Aufwand oder machen wir es sinnvoll? Und das wäre, glaube ich, in meinem Bereich möglich und wäre in vielen anderen Bereichen möglich. Und ich würde mich freuen, wenn, so blöd wie es klingt, das auch dafür einen Anstoß geben könnte, dass manche Leute, die an Machtpositionen sind, in sich gehen und sagen, Mensch, wir könnten doch manches anders machen. Haben Sie eine Zeitlinie? Ja gut, man ist jetzt da abhängig, wie das systematisch abläuft. Man reicht jetzt die Klage ein, dann wird man sehen, wann es da weitergeht und wie es weitergeht. Es gibt da einen Funken einer Hoffnung, dass irgendjemand vielleicht nur vernünftig zu einem Gespräch kommt, aber das ist sehr gering. Und dann wird man sehen, wie das gehandhabt wird. Ich habe mich schon vor Jahren damit befasst, wie es bei Staatshaftungen hier in München am Gericht zugeht. Und es laufen ja jeden Tag mehrere Verfahren. Die Öffentlichkeit weiß meistens nichts davon. Und ich habe mir da auch als Zuschauer und Zuhörer Verfahren angesehen. Und da dürfen wir sehr skeptisch sein. Aber nichtsdestotrotz, in dem Fall muss man es versuchen. Und von allen Seiten ist mir geraten worden, Gustl, du darfst da nicht aufgeben, du musst es machen. Und das ist alles natürlich mit in die Bewertung eingegangen. Dass das ein Risiko ist, ist ganz klar. Moment, Sie waren da, der Walter als Nächster, bitte. Patrick Geidens, ich habe eine kurze Verständnisfrage, wie Sie 70.000 Euro Vorschuss oder aus was auch im Moment ist, bezeichnen, keine Vorschüsse angenommen. Bitte, die sind? Wurden die angenommen? Ja, die sind bezahlt worden. Wie gesagt, mit einer Vereinbarung, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, wie wir Juristen halt immer formulieren, und unter dem Vorbehalt der Rückforderung, falls bis zum damals 15.12.2017 keine Vereinbarung gemacht wurde. Und da habe ich damals mit den, gut, so ins Detail wollte ich eigentlich nicht gehen, aber ich erzähle es Ihnen trotzdem, eben gesagt, Leute, mit diesem Druck, dass gar noch diese Anzahlung, damit er überhaupt was zu weisen hat, rückgängig gemacht werden soll, unter diesem Druck zu verhandeln, finde ich völlig unakzeptabel, völlig aus der Welt, sondern es wäre längst Aufgabe des Freistaats gewesen, hier auf Moller zuzugehen und dafür zu sorgen, dass er überhaupt wieder eine Existenzgrundlage hat. Aber das hat man halt nicht getan. Dafür war vielleicht auch keiner zuständig. Wir kennen das Problem, wie zunächst einmal immer geprüft wird, könnte ich eventuell nicht zuständig sein. Da wird sehr viel Energie drauf verwandt. Und bis man dann jemanden findet, der sagt, trotz aller Prüfungen, ich komme nicht drum rum, ich bin zuständig. Ehrlich gesagt, sowas kann halt dauern, auch beim Freistaat Bayern. Zweitens, Herr Moller, könnten Sie vielleicht ein bisschen erzählen, was Sie so machen? Ja, wie gesagt, wir haben ja schon, ich weiß nicht, Sie sind ja auch später kommen, wir haben schon drüber gesprochen, wie jetzt halt die Geschichte hier mit 70.000, die kann man im Prinzip jetzt noch gar nicht anfassen, man hat immer nur das Risiko, dass jeden Tag eine Rückforderung kommt. Ganz abgesehen davon muss man schauen, man muss ja erst einmal Vorleistungen für Prozesskosten dann tätigen und da muss man überall schauen, wie lässt sich sowas finanzieren. Und wie gesagt, ich habe das große Glück, dass seit der Entlassung ich aufgefangen worden bin durch gute Freunde, die mich unterstützen und das auch bis heute tun. Und ansonsten genauere Auskünfte über mein privates Leben, das will ich mir jetzt endlich einmal wieder aufbauen und ich bitte auch um Verständnis und ich möchte einmal die Chance haben, irgendwann ein privates Leben führen zu können. Also ich finde es ziemlich ganz gut, dass ihr da in dieser Oldtimer-Szene, dass ihr aktiv waren und sind und habe da auch gehört, dass Sie da wohl auch mal ein Jobangebot bekommen haben oder dass es Leute gibt, die Sie kennen schon ganz lange und die Sie da auch gerne. Ja, ich bin da überall auch am Ball und kümmere mich drum. Ne? Und ich hoffe, dass sich da jetzt auch positive Dinge ergeben und dass man dann auch mal eine Ruhe finden kann. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich wäre Gott froh, auch wenn Sie mir alle sehr sympathisch sind, wenn das gar nicht hätte stattfinden müssen. Ich war schon in der Unterbringung, habe ich mir überlegt, es war keine Chance auf rechtsstaatlichem, vernünftigen Weg,
was zu erreichen. Ich musste wirklich damit rechnen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bleibe ich in solchen Anstalten. Und so blöd, wie es klingt, habe ich mir überlegt, die einzige kleine Chance wäre, wenn man Öffentlichkeit erreicht. Das heißt also über Damen und Herren wie Sie möglichst breite Öffentlichkeit erreichen mit Fakten und Tatsachen. Und dann könnte es vielleicht eine Chance geben, dass gewisse Stellen dazu zu bringen sind, dass sie doch in einem gewissen Maß Recht sprechen. Dass da der Preis sein kann, dass Sie eine Person des öffentlichen Lebens werden, das war mir klar, auch so illusorisch das zu dem Zeitpunkt war. Ich habe mir das nie gewünscht. Mir war auch sonnenklar, dass das auch erhebliche Nachteile haben kann. Es hält sich in Grenzen, es ist meistens sehr freundlich, wenn ich angesprochen werde. Und insofern ist das alles noch glücklich. Aber man möchte halt auch einmal wieder irgendwo ein privates Leben erreichen können. Aber wenn Sie was Gutes tun wollen, dann teilen Sie uns mit, wo es eine Kfz-Werkstatt gibt, die man eventuell übernehmen könnte. Denn mit dem, was wir als Anzahlung haben, und die zahlen wir nicht zurück, um das mal ganz deutlich zu sagen, könnten wir jedenfalls schon mal eine erste Basis dafür schaffen, für eine Selbstständigkeit. Denn in seinem Alter, mit über 60, würde nicht mehr angestellt von anderen, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, aber Selbstständigkeit wäre noch machbar, weil er einfach spezialisierte Ahnung hat in einem speziellen Markt. Und wie gesagt, wenn einer was kennt, dann lassen Sie mich das wissen. Ich habe schon im Mittenwald gesucht, ich habe in München danach gesucht, so nebenher. Da waren wir noch nicht so erfolgreich, wie wir gerne wären. So, Herr Walter, Sie haben sich noch mal gemeldet. Ja, ich muss leider noch mal aufs Geld sprechen kommen. Mir ist noch nicht ganz klar. Mit dem materiellen Schaden, den Sie da auflisten, irgendein anderer Häftling, der auch zu Unrecht in Haft war, kriegen die alle, wie Sie selbstverständlich, diesen materiellen Schaden in diesen Punkten allen, wie Sie es auflisten, zurück? Oder nur ja, zum Teil oder gar nicht? Oder nicht? Herr Walter, dass dieses Gesetz geht davon aus, dass ein falsches Urteil ergangen ist und deswegen jemand im Knast saß, es stellt sich raus, er war es gar nicht oder was auch immer. Gibt es ja nun ganz gelegentlich mal. Aber das setzt kein Verschulden voraus von Beteiligten, die dazu geführt haben, dass man in den Knast kam. Das ist ein ganz gewichtiger Unterschied. Wenn wir aber hier vorsätzliche Taten haben, dann schaut die Welt ganz anders aus und dann haben wir ein Anspruchsniveau, das eigentlich juristisch ziemlich klar ist und die großen Probleme nicht aufwirft, die hier angedeutet wurden. Ich verstehe, dass der Herr Mollert zaudert und sagt, ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit dem System, mit Richtern, mit Staatsanwälten und so weiter. Dann haben sie sich auch noch reingesetzt in Verhandlungen hier von der Entschädigungskammer hier beim Landgericht München I und war auch nicht begeistert. Also in anderen Worten, dass er mehr Zweifel daran hat, dass hier was Vernünftiges rauskommt als ich, das liegt auf der Hand. Das ist aber ein unterschiedlicher Wahrnehmungshorizont, wenn Sie mir das mal so gestatten wollen. Ich sehe die Dinge einfach aus der normalen Rechtspraxis raus und er hat persönliche Erfahrungen, die natürlich sein Denken in dem Zusammenhang prägen. Noch? Ja, bitte sehr. Angesichts dieser 70.000 Euro, wie lange glauben Sie, könnte so ein Prozess, wenn es dazu kommt, dauern? Gute Frage. Wie lange das Verfahren dauern würde? Also, ich unterstelle mal, wir hätten nur eine einzige Instanz. Ich unterstelle das mal. Dann würde ich für die ansetzen vielleicht ein Jahr. Ganz grob. Das entscheiden ja Richter und nicht Anwälte, wie lange sowas dauert. Aber ich würde mal ganz grob ein Jahr ansetzen. Ich gehe mal davon aus, wir hätten einen ganz bösen Freistaat als Gegner, der nicht damit zufrieden wäre mit dem Ergebnis, was wir in der ersten Instanz erzielen. Und nachdem der Freistaat ja keine Prozesskosten als relevantes Argument für oder gegen Streiten kennt, da haftet ja niemand persönlich dafür, er würde dann auch in Berufung gehen. Dann hätten wir zwei Instanzen und hätten danach jedenfalls ein
vorläufig vollstreckbares Urteil, wo man dann also tatsächlich, ich unterstelle, es käme was zu unseren Gunsten raus, dann könnten wir den Gerichtsvollzieher zum Freistaat schicken und sagen, kassiere dort das Geld und bringe es uns. Dann kann der Freistaat immer noch Revision einlegen zum Bundesgerichtshof, aber wir hätten schon mal die Kohle. Okay? Ich kann mir aber vorstellen, ich habe das eingangs betont, dass dann, wenn Klage wirklich erhoben wird, vielleicht die Herrschaften, die ja relativ nahe am Gerichtswesen dran sind, das Bayerische Justizministerium, vielleicht doch nochmals in die Prüfung einsteigen und vielleicht zu einem etwas anderen Ergebnis kommen können, weil sie jetzt auch dieses Verfahren nicht wollen. Wir haben einen neuen Ministerpräsidenten, der zufällig auch noch aus Nürnberg kommt, wo man besonders intensiv hinhören wird in diesem Zusammenhang, weil man den Mollert dort eben auch kennt. Sie haben es ja gesehen, er ist der fränkischen Sprache mächtig. Ich halte es einfach für denkbar, dass die sagen, das Thema soll weggeräumt werden und sozusagen wir sprechen dann vielleicht doch nochmal mit diesem schrecklichen Rechtsanwalt, vielleicht kommen wir doch zusammen. Ich halte das für denkbar und ich würde es auch wünschen, denn ich möchte eines klar machen. Ich bin schon sehr lange Anwalt. Ich bin der Meinung, die besten Fälle sind die, die man ohne Gerichte löst. Und deswegen habe ich es ja auch versucht, einen Weg zu finden, ohne den Umweg über Gerichte. Aber wenn es halt nicht geht, weil die Gegenseite doch sehr anderer Meinung ist, dann muss halt dieser Weg gegangen werden, aber wir können immer im Lauf dieses Verfahrens doch noch zu einer vergleichsweisen Lösung kommen. Und der Gustav Mollert ist ja nicht gierig. Es ist ja nicht so, dass der glaubt, na Gott sei Dank, endlich werde ich Millionär. Das ist ja gar nicht das Thema. Das ist gar nicht das Thema. Aber ich glaube, das ist deutlich geworden, das muss ich jetzt nicht mehr vertiefen. Ich habe noch eine Nachfrage. Ja? Also es ist deutlich geworden, dass der Mollert nicht gierig ist. Nee, das glaube ich schon. Aber er hat erwähnt, diesen Prozesskosten, was Vorschuss heißt das, für Laien, wie hoch ist denn das, was ist das für ein Betrag, der jetzt gezahlt werden müsste, wenn es zur Verfahren kommt? Da liegen wir schon ziemlich, also was Sie haben es nochmal nachgeprüft, die Zahl also über 20.000. Bitte? Über 20.000. Also dort, wir liegen deutlich über 20.000, die zunächst mal schon als Gerichtskostenvorschuss eingezahlt werden müssen. Also das heißt, das ist ein großer Teil, 70.000 ist dafür theoretisch jetzt mal schon. Richtig. Das heißt, wenn es 2 Jahre dauert, hätte er pro Jahr maximal 35.000 Euro zu legen. Ja. Sie haben Ihr Gesicht gerade so schmerzverzerrt verzogen. Für 30.000 im Jahr, ehrlich gesagt, das sind Beträge, ja, von denen Gustl Mollert seit 2006 nur träumen kann. Also mit 30.000 Euro käme man schon über den Runden, muss man so zu sagen. Ja, das war aber die Rede von der aber wir, Erde, ne, und von dem Gehalt, also was Sie zugrunde legen, dem monatlichen Gehalt, das ihm entgangen ist. So, und dann wäre das der Betrag, der ihm mindestens zustünde. Aber es reicht ihm von vorne nicht, also allein diese 70.000 Euro. Wenn ich eins dazu noch sagen darf, freundlicherweise hat mich gestern der Herr Rechtsanwalt Braun zum Essen eingeladen. Und dann waren wir bei einem Italiener und nichts Luxuriöses, der eigentlich günstiges Mittagsmenü hat, ja, und auch gut. Und dann stellt sich raus,